Ein Wald aus Wolkenkratzern, Stahl und Beton. Toronto erinnert an viele andere nordamerikanische Städte. Bisher habe ich erst 3 Tage in der größten Stadt Kanadas verbracht. Aber jetzt bin ich neugierig auf Torontos einzigartigen urbanen Fingerabdruck. Dafür muss ich jedoch das anonyme, gesichtslose Stadtzentrum verlassen. Es gibt viele Klischees über Toronto. Konventionell, steif, kommerziell. Aber Kanadas Finanzhauptstadt hat sich extrem verändert. Mittlerweile zieht sie wie ein Magnet unterschiedliche Kulturen und Künste an. Und Toronto ist ein Paradies für Schlemmer und andere Genießer. Menschen aus aller Welt nennen Toronto ihr Zuhause. In 140 Stadtvierteln vereinen sich 200 Ethnien. Die Stadt wächst beeindruckend schnell, dennoch wirkt sie stets menschenfreundlich. Um diese Tageszeit herrscht eine seltsame Atmosphäre. Der Tag hat noch nicht richtig begonnen. Das ist Kensington Market, ein beliebtes Stadtviertel. Es gibt tolle Geschäfte, viele Einwanderer, ausgezeichnetes Essen und Cafés. Wir gehen auf Erkundungstour. Dave Meslin ist ein unglaublich aktiver Toronter. Stadtplaner, Autor und sozialer Unternehmer. Er hat Torontos Cyclists Union ins Leben gerufen und das Spacing Magazine mitbegründet. Dieser Mann weiß, wovon er spricht. Das Wort öffentlich im Begriff öffentlicher Raum sollte eine gewisse Bedeutung haben. Es ist unser Raum und unsere Leinwand. Das ist Torontos erstes offizielles Straßengemälde von Anwohnern entworfen. Es zeigt Gemüse und Obst. Dafür steht dieses Viertel. Das Beste daran ist, es wurde größtenteils von Kindern gemalt. Das erinnert sie daran, dass diese Stadt auch ihnen gehört. Unser Zuhause, das wir gemeinsam renovieren können. Einen Pinsel in die Hand zu nehmen und die Straße zu bemalen. Das ist für viele das erste Mal, dass sie etwas verändern, das ihnen nicht gehört. Unser Ziel ist es, den Sinn für kollektives Eigentum zu schärfen. Das macht die Stadt schöner. Diese Straße wird so oft für den Autoverkehr gesperrt, dass schon eine feste Barriere installiert wurde. Momentan fahren Autos, aber jeden letzten Sonntag im Monat wird die Barriere ausgeklappt. Dazu eine zweite Barriere. Dadurch wird es zumindest zeitweise eine autofreie Zone. Ich habe ein seltsames Schild gesehen mit an manchen Sonntagen von dann bis dann gesperrt. Klingt nach, es wird passieren, aber niemand weiß wann. Ein typisches Pilotprojekt. Die Stadtverwaltung hat Angst, dass es ausarten könnte. Wer eine tolle Idee hat, um die Stadt zu verändern, sollte es deshalb immer als Pilotprojekt bezeichnen. Deshalb haben wir sie überall. Neue Fahrradwege, Straßensperren, Pilotprojekte. Für die nächsten 40 Jahre? Für immer. Was macht Toronto einzigartig? Einerseits herrscht diese konservative Aversion gegen Risiken. Wir lassen andere Städte tolle Dinge ausprobieren und nach 10 Jahren machen wir es halbherzig nach. Die Angst vor Veränderung und Innovation ist allgegenwärtig. Andererseits rebellieren viele dagegen und nehmen die Dinge selbst in die Hand. Sie wollen innovativ sein und eigene Projekte in Gang setzen. Der wichtigste Aspekt dabei ist, dass die Bewohner gemeinsam handeln. Sie wünschen sich Radwege und öffentliche Kunst. Das würde ihre Nachbarschaft komplett verändern.
Dave will die politische Verkrustung durch die Zusammenarbeit mit den Einwohnern aufbrechen und das möglichst in der ganzen Stadt. Tags, also Schlagwörter, bringt man oft mit Vandalismus in Verbindung, aber sie haben eine wichtige Bedeutung. Man sagt damit, das gehört mir. Diese Kunstform sollte man legalisieren, nicht übermalen. So könnte man sich 2 Stunden für ein Kunstwerk Zeit nehmen. Ich mach's zweifarbig. In einer gesunden Gesellschaft würde man nicht nach der Polizei Ausschau halten, da man ganz offiziell seine Spuren hinterlassen darf. Wenn man genug Raum schafft, in dem sich jeder ausdrücken kann, sorgt man für Vielfalt, Innovation, Gemeinschaft. Eine Stadt wird nur durch ihre Bewohner zu einer Stadt. 1997 wurde die Bevölkerung gefragt, ob sie für eine Verschmelzung dieser 6 Gemeinden zu einer Megacity ist. Die Antwort lautete nein. Jeder bevorzugte eine überschaubare Umgebung. Man möchte das Rathaus in der Nähe haben und mit dem Bürgermeister reden können. Leider kam es dennoch zu dieser Verschmelzung. Wir müssen deshalb versuchen, uns auf lokaler Ebene zu engagieren und dafür sorgen, dass diese Megastadt zu einem Verbund aus kleineren, volksnahen Stadtteilen wird. Die Toronter haben kreative Wege gefunden, um die Stadt wieder für sich einzunehmen. Einer davon besteht darin, die unansehnlichen Zäune um Baustellen in Kunstwerke zu verwandeln, mit Hilfe des Projekts Patch. Das sind die einzelnen Segmente, die wir an dieser Baustelle in der Kurve anbringen wollen. Das wird super. Eine 185 Quadratmeter Installation. Das Bauwesen ist eine eher konservative Branche. Wie verläuft die Kommunikation zwischen euch und den Bauträgern? Unsere Idee wurde gut angenommen. 2015 konnten wir die Stadtverwaltung dafür gewinnen. Sie haben das Potenzial von Kunstinstallationen erkannt. Im selben Jahr wurde eine Verordnung erlassen, die besagt, dass bei jedem neuen Bauprojekt mindestens 50% der Bauzäune für öffentliche Kunstprojekte zur Verfügung gestellt werden müssen. Dadurch haben lokale Künstler die Chance, ihre Kunst der Öffentlichkeit zu präsentieren. Inwiefern wirkt sich das auf die Wahrnehmung öffentlicher Plätze aus? In erster Linie trägt es zur Verschönerung bei. Es ist einfach schöner, an etwas vorbeizugehen, das von einem Künstler gemalt wurde, als an Werbeslogans. Hey Adrian. Hey, how's it going? Good, I'm Michael. Michael, nice to meet you. Hey, pleasure. You're the artist? Du bist der Künstler? Ja. Du wohnst hier? Richtig. Du arbeitest mit Kindern? Die Kinder aus dem Viertel bringen sich gern ein. Hier wollte ein Mädchen einen Vogel haben, also wird er gemalt. Neben ein paar anderen Tieren. Ich will einen Tukan in meinem Viertel und da ist er. Sie geht täglich dran vorbei. Sie sieht ihren Vogel. Du hast sicher deine eigenen Vorstellungen. Wie viel steckt von dir selbst in diesen Kunstwerken? Ich erkläre den Kindern meine Arbeitsweise und führe lange Gespräche mit ihnen darüber, was ihnen in ihrem Viertel besonders gefällt oder was sie sich wünschen. Legen die Bewohner besonders Wert auf Abbilder der Natur im Gegensatz zur Stadt? Diese Umgebung ist natürlich sehr urban, aber wenn man ihr ein paar Farbspritzer verpasst, verändert sich die Lebensqualität automatisch. Die Stadt sorgt dafür, dass es Parks gibt, und wir setzen das Gefühl für Natur eben auf diese Weise um. Ich mag die Ästhetik im typischen 1960er-Jahres-Stil. Man müsste einfach nur die Gebäude bunt streichen, wie in vielen europäischen Städten. Das wäre super. Unser Projekt für die Zukunft. Mach's jetzt. Dann los. It's
Die Stadt hat viele Facetten. Man kann sie mit dem Fahrrad oder der U-Bahn erkunden. Wer sich hier langweilt, der macht was falsch. Rachel schwärmt von Toronto. Sie stammt aus Washington, D.C., hat sich aber Hals über Kopf in ihre neue Heimat verliebt. Sie fühlt sich mittlerweile als Einheimische. Da habe ich neulich einen Kakao getrunken. Ich kenne mich schon gut aus. In dem Supermarkt kaufe ich immer ein. Hey, die Welt ist echt klein. Wie geht's? Rachel zeigt mir einen privaten Garten, in dem ich einige Mitglieder eines Projekts namens Not Far From the Tree kennenlerne. Der Name weist darauf hin. Sie sammeln in Toronto Früchte ein, die sonst im Müll landen würden. Seit 2008 haben sie 50 Tonnen geerntet. Wir alle sind freiwillige Helfer, die Obstbäume abernten und die Früchte anschließend sortieren. Die Ernte wird dreigeteilt. Ein Drittel kriegen wir, ein Drittel geht an die Besitzer der Bäume und Sträucher und eines an soziale Träger. So können Bedürftige mit Essen aus lokalem Anbau versorgt werden. Es begann mit dem Traum einer jungen Frau, die sich ein paar tiefhängende Früchte geschnappt hat. Später wurde daraus eine große Sache. Erst waren es wenige Hinterhöfe, jetzt pflücken wir in der ganzen Innenstadt. An wie vielen Orten erntet ihr? Um die 2700 Bewohner haben sich bei uns gemeldet. Wie viele ernten? Bei uns sind 3000 freiwillige Pflücker. Ab in den Korb. Wirf sie einfach rein. Besser gesagt, leg sie rein. Hast du schon mal Marmelade oder Konfitüre gemacht? Mit meiner Mutter. Anno dazu mal? Genau. Die sind perfekt. So müssen sie schmecken. Traubensaft zum Kauen. 8 Kilo, oder? Sieht so aus. Gute Arbeit. Bin angestellt. 8 Kilo, die sonst vergammelt wären. Ich kleb fest. Wo fahren wir hin? Wenn ich nicht gerade in Bäumen rumklettere, dann arbeite ich freiwillig für die Organisation LEAF. LEAF setzt sich für den Schutz der städtischen Pflanzen ein. Bewohner können Straßenbäume adoptieren. Neben U-Bahnhöfen legt die Organisation Gärten an. Wir sind hinter der Bathurst Station. Ich wohne um die Ecke. Hier laufen täglich unzählige Leute vorbei. Anwohner, Restaurantbesucher, Fahrgäste. Als ich LEAF nach potenziellen Gärten umsah, stellte man fest, dass die Toronter Verkehrsbetriebe um die Stationen herum Land besitzen. Eine Partnerschaft entstand. Die Flächen sind nun deutlich grüner und die Bevölkerung lernt etwas über die lokale Pflanzenwelt. Halt den Daumen vor die Düse. So kannst du die Pflanzen besprühen. Schon gut, du bist ein Profi. Falsches Ende. 60% des städtischen Baumbestandes sind in Privatbesitz. Wir vermitteln den Einwohnern Wissen über Bestäubung, einheimische Pflanzen und wie man Grünflächen pflegt. Die Einwohner lernen dabei auch etwas über die Stadt selbst. Wir beenden den Tag in einem Park namens Dufferin Grove. Hey guys. Hi, Michael. Hi. Bailey. Hi. Mitten im geschäftigen Stadtzentrum können die Einwohner die Natur genießen und an einem Lagerfeuer sitzen. Und das ist völlig legal. Schmeckt's? Ja.
Du hast bei allen möglichen Projekten deine Finger im Spiel und blickst der Zukunft Torontos optimistisch entgegen. Aber was bräuchte Toronto, um als Paradebeispiel für den Städtebau zu gelten? Toronto fehlt eine Identität, ohne das werten zu wollen. Es leben 3 Millionen Menschen in dieser Stadt, die ihr zahlreiche Identitäten verleihen, aber es gibt keine Basis. Die meisten von Bewohnern geleiteten Projekte beziehen sich auf ein bestimmtes Viertel. Wir sollten aber stolz darauf sein, in Toronto zu leben. Dann würde die Stadt wirklich der ganzen Bevölkerung gehören. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber die Toronter lieben ihre Stadt und möchten sie verbessern. Weltweit kehren Straßenbahnen in die Städte zurück, nachdem sie dort jahrzehntelang verpönt waren. Toronto bildete eine Ausnahme. Das Straßenbahnsystem ist hier nie verschwunden. Das größte Problem dabei: der Autoverkehr zwingt sie zum Stillstand. Das macht dieses an sich effiziente Transportmittel ineffizient. Toronto hat auf solchen Straßen gesonderte Straßenbahnlinien eingeführt. So wurde das schon vor 100 Jahren gemacht. Allerdings sollte das für das ganze Netz gelten. Aber nicht nur dank Straßenbahnen sollen Verkehrsstaus bald der Vergangenheit angehören. Es gibt auch ein neues U-Bahn-Projekt. Der Bau des 8,6 Kilometer langen Spadina U-Bahn-Schienennetzes ist jedoch kostspieliger als gedacht. Immerhin rechnet die Stadt mit 26,3 Millionen Fahrgästen pro Jahr. Es gibt ein weiteres mutiges Projekt, das die Stadtautobahn, den Gardiner Expressway, betrifft. Statt den Abschnitt abzureißen, hat die Stadt überraschende Pläne. Ken, als der Expressway 1947 geplant und in den 60er Jahren realisiert wurde, galt er als hochmodern. Wie wird er heute von der Bevölkerung wahrgenommen? Vollkommen anders. Früher galt er als reiner Verkehrsweg. Heute dient dieses 2 Kilometer lange Teilstück darunter den Bewohnern als eine Art Wohnraum. Es gibt dort viel Platz, fast 15 Meter hoch und 24 Meter breit. Dieser Raum wurde nie genutzt. Wieso wird das nicht abgerissen? Teilweise ist das schon geschehen. Wir haben eine Menge abgerissen. Aber diese Stelle wird einen wunderschönen öffentlichen Raum ermöglichen. Wie wird das hier in ein paar Jahren aussehen? Es wird viele Freizeitangebote geben. Ein Café, öffentliche Plätze inklusive Wasserspiele, eine 82 Meter lange Bank mit einer Aussicht, die sonst nur den Bewohnern von Eigentumswohnungen vorbehalten ist. Die 5 Stockwerke hohe Struktur soll als Rahmen für einen öffentlichen Raum dienen. Unterhalb der Autobahn wird es auf einer Länge von 2 Kilometern ein Ausstellungsgelände, einen Markt, einen Spielplatz und sogar eine Eisbahn geben. Hier wird eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer entstehen, die den Gardiner überquert. Die Stadtautobahn wird täglich von 300.000 Autos genutzt und grenzte jahrzehntelang die Bevölkerung vom See ab. Aber das Projekt sorgt für einen Zugang zur erneuerten Harbourfront. Wie war das hier vor 20 Jahren? Das war Industriegelände. Damals fuhren hier Güterzüge und Lkw. Es hat sich extrem verändert. Allerdings, dieser Uferabschnitt hat tatsächlich nichts mehr mit einem Industriegelände gemein. Die Stadt begann 1999 mit umfangreichen baulichen Maßnahmen. Einige Bereiche wie dieser sind bereits fertig, doch der Prozess wird sich noch über Jahre hinziehen. Das Projekt zählt zu den ambitioniertesten weltweit. Wir müssen das veraltete Konzept revolutionieren. Die Frage ist nicht ob, sondern wie. Das wird die große Herausforderung der nächsten 50 Jahre.
Das ist einer von vielen Stränden, die bereits am Ufer entstanden sind. Hier beobachtet man den Sonnenuntergang und die Hafenaktivitäten. Das gehört für mich auch zu den Annehmlichkeiten in einer Stadt. Wenn man solche Plätze zur Verfügung stellt, werden sie genutzt. Und zwar so, wie es die Bewohner möchten. Plötzlich fällt mir etwas auf. Ich laufe seit Tagen durch Toronto und habe so gut wie keine Bänke oder andere Sitzgelegenheiten entdeckt. Das haben scheinbar auch andere bemerkt. Es fing als Spaß auf Twitter an. Wir haben darüber diskutiert, dass die Innenstadt Sitzplätze benötigt. Wir fingen an, Bilder mit dem Hashtag SitTO zu posten. Dann haben wir uns überlegt, wie wir selbst für Sitzgelegenheiten sorgen könnten. Die Lösung? Ganz gewöhnliche Klappstühle. Wenn man sie aufstellt, setzt sich auch jemand drauf. Denn in einer Stadt geht es nicht nur darum, von A nach B zu kommen. Besetzt. Gleich doppelt. Neuer Rekord. Bringen wir noch mehr. Braucht ihr noch Stühle? Stellt sie hin, wo ihr wollt. Alle sind frei. Die Leute setzen sich eine Weile, dann ziehen sie weiter. Kurze Verschnaufpause. Geht ihr an bestimmte Plätze oder wählt ihr sie spontan aus? Wir legen einfach los, ohne größere Pläne. Wir kannten uns vorher gar nicht. Wir haben uns auf Twitter geschrieben, am Nathan Phillips Square und am David Picot Square gibt es noch tolle Stellen. Wir brauchen nicht mal Namen. Wenn wir einen Platz für gut befinden, stellen wir Stühle auf. Zu Beginn haben wir eine Karte mit geeigneten Plätzen erstellt. Wenn jemand einen neuen Platz vorgeschlagen hat, wurde er eingetragen. Jeder sollte uns Bilder schicken, wo Bedarf an Sitzgelegenheiten bestand. Wir wollten die gesammelten Informationen der Stadtverwaltung zeigen, um die große Nachfrage aufzuzeigen. Und vielleicht zieht die Stadtverwaltung dann in Betracht, mitzumachen. Offensichtlich ist es der Stadt nicht bewusst, dass Bedarf besteht. Wir wollen Sie darauf hinweisen. Ich lerne nun lokale Legenden kennen, die ich mehr bewundere als irgendjemanden sonst. Hey, man. Hey. Nice to meet you. And you, pleasure. Good. My name is Martin. Ich heiße Martin, aber nenn mich Tino. Schön, dich kennenzulernen. Explain to me. Was macht die Urban Repair Squad? Wir bieten ein Gegenmittel gegen das gefährlichste Gift Torontos: Autos. 2001 sollten Fahrradwege eingeführt werden, aber 2004 hatte sich immer noch nichts getan. Also pinselten wir selbst welche auf die Straßen. 2007 kennzeichneten wir mehr Fahrradwege als die Stadt, natürlich auf eigene Kosten. Die Stadt sagte, sie hätte kein Geld für Fahrradwege, also übernahmen wir das. Ihr nennt das Kunstinstallationen, was ich sehr interessant finde. Da nach hinten? Ja, wir gestalten die Stadt künstlerisch. Es gibt einen Lego-Fahrradweg. Wir sprühen lustige Cartoon-Grafiken neben Schlaglöcher. Ein Wandgemälde sieht aus, als würde der Fahrradweg dort weiterverlaufen. Ein Weg zeigt Hochradsymbole. Zwei andere sind sogenannte Stoßverkehrradwege. Sie werden während der Rush-Hour aufgesprüht. Da kommen ein paar Squad-Mitglieder. Sie kriechen aus den Büschen. Euer Hauptquartier? Erzählt mir, was ihr vorhabt.
Also, in vielen Gegenden dieses Viertels sind Schilder mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km pro Stunde. Auf diesen schmalen Straßen. 40 km/h sind meiner Ansicht nach für jede Wohngegend zu schnell. Aber in Kensington Market ist das egal. Da laufen ja überall zugekiffte Menschen herum, die sich Multikulti-Fastfood reinziehen. Die Fußgänger blockieren den Verkehr ständig. Also tun wir den Autofahrern einen Gefallen. Wir geben ihnen eine Geschwindigkeit von 10 km/h vor. Vielleicht ist ihre Motorhaube dann nicht blutverschmiert, wenn sie einen Fußgänger niedermetzeln. Wir sind soweit. Nach dir. Früher war es hektisch. Zum Beispiel haben wir auf das perfekte Wetter gewartet. Wir sind dann mit der Farbe gegen 4 Uhr morgens losgezogen. Gab es wirklich eine Art Spezialeinheit, die nach euch alles wieder rückgängig gemacht hat, oder ist das eine Legende? Das ist nie passiert. Die Stadt hat teilweise aus unseren Radwegen offizielle Radwege gemacht. Wir haben den Anstoß gegeben. War wohl mehr ein Tritt. Genau. Da, ein Schild. Nummer 1. Achtung, Straßenarbeiten. Schneller geht's nicht. Kann man schon mal Polizisten? So lange sind wir nie vor Ort. Macht ihr irgendwann auf eure Schilder aufmerksam? Wenn man nichts sagt, hängen sie vielleicht länger, da sie niemand in Frage stellt. Sie sehen sehr echt aus. Einige Installationen blieben 2 Jahre unbemerkt, sehr zu unserer Freude. Wenn man die Situation verbessert, beschwert sich niemand. Die Spadina Avenue ist eine Hauptstraße. Das erste Schild sieht super aus, also wagen wir jetzt etwas mehr. Wir müssen schnell handeln und offiziell wirken. Versuch's. Maximum 10. Gefällt mir. Weg sind sie. Das ging schnell. Ich kenne ihn nicht. Hallo, wie geht's? Die Frau hat gefragt, ob wir echte Arbeiter sind. Sie wollte wissen, ob das zulässig ist. Ich habe vorgeschlagen, wie echte Arbeiter rumzustehen und eine zu rauchen. Weiter geht's. Ein richtiger Hotspot. Gute Lichtverhältnisse. Die Lampe ist perfekt. Gefällt mir ausgezeichnet. Wir bitten lieber um Verzeihung als um Erlaubnis. Tolles Stadtmotto. Zeit für ein Bierchen? Unbedingt. Toronto besitzt nach New York die zweithöchste Anzahl an Hochhäusern in Nordamerika. Ein Hochhaus besteht aus 12 oder mehr Stockwerken. Aus der Luft sieht man die zahlreichen Wolkenkratzer. Es wurden dichte urbane Knotenpunkte geschaffen, damit sich nicht alles im Stadtzentrum konzentriert. Diese Form der Stadtplanung ist in Nordamerika einzigartig. Thorncliffe Park wurde 1955 entworfen, die erste geplante reine Wohngegend Nordamerikas. Später entstanden zahlreiche Viertel dieser Art in Toronto. Ursprünglich für die gehobene Gesellschaft erbaut, stellten die Gebäude bald die einzige Wohnmöglichkeit für Einwanderer dar. So entstand einer der kulturell vielfältigsten Stadtteile der Welt. In keinem anderen Stadtteil leben mehr Kinder unter 12 Jahren. Die meisten Kinder der Stadt wohnen nicht in ruhigen Wohnvierteln, sondern hier. Hier wächst die Zukunft der Stadt und des Landes heran. Nicht immer ganz legal, kann man sich hier die Haare schneiden lassen, fantastisch essen,
seine Steuererklärung machen lassen. In den Wohnungen. Hier findet ein interessanter Austausch statt, der immer mehr in den öffentlichen Raum überschwappt. Es gibt hier Dienstleister und man kann sich als Gemeinschaft fühlen. Wir laufen schon eine Weile und das da ist der erste Minimarkt, den ich gesehen habe. Was ist mit den Supermärkten oder anderen Geschäften? Der Laden ist ja winzig. Mehr gibt's nicht. Viertel wie dieses wurden in den 50er und 60er Jahren gebaut. Damals ging man davon aus, dass jeder Auto fährt. Heutzutage besitzt längst nicht jeder ein Auto. Man braucht 30 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, um in die Stadt zu kommen. Wahnsinnig unpraktisch. Außerdem gelten nach wie vor die Regelungen aus den 50ern. Das heißt, es ist verboten, hier einen Lebensmittelladen zu eröffnen. In diesem Haus leben hunderte Menschen, ebenso da drüben. Aber außer einem Parkplatz gibt es nichts. Oh, sorry. Hello. Das Viertel hat sich in den letzten 5 Jahren extrem verändert. Hier leben tausende Menschen, die freitagabends im Freien ihren Spaß haben. Das ist fantastisch. Das alles verdanken wir einer Frau, die vor einigen Jahren herzog, mit der Wohnsituation unzufrieden war und Veränderungen anstieß. Sieht super aus. Hey Sabina. Sabina, Michael. Das ist also dein Werk. Ja, unser berühmtes Park-Bazar-Modell. Großartig. Überall Familien, Kinder. Ein beeindruckender Ort. Vor Sabina Alis Engagement war dieser Park nichts weiter als ein mit Müll übersätes Niemandsland. Alles andere als ein Kinderspielplatz. Ich war sehr enttäuscht. In meinem Herkunftsland gab es... Und das wäre? Indien. Bei uns gab es einen wunderschönen Park. Und für meine Kinder existierte hier nichts dergleichen. Wir haben die Anwohner befragt, was sie sich wünschen. Das ergab eine lange Liste mit verschiedenen Punkten. Zunächst mussten wir den Müll loswerden. Also hat die Stadt Abfalltonnen aufgestellt. Das haben wir groß gefeiert und dann den ganzen Park gereinigt. Das Aufstellen von Abfalltonnen wird sonst wohl nirgends gefeiert. Ihr seid Vorreiter. Aber warum nicht? 8 Jahre später gibt es einen kleinen Wasserpark mit einem Springbrunnen, neue Straßenlampen, sogar elektrische Anschlüsse für Imbissstände. Wie ein typischer Marktplatz. Ja, wir könnten überall sein. Hier leben Menschen aus vielen Nationen. Afghanen, Pakistaner, Inder, Sri Lanka, mittlerweile auch Syrer. Vor allem die Kinder halten sich oft in diesem Park auf. Wir wollten einen fest installierten Tandoor, der die südasiatische Kultur dieses Viertels widerspiegelt. Überall Kinder. Das ist der erste und einzige öffentliche Tandoor-Backofen Nordamerikas in einem Park. Habt ihr das gefeiert? Natürlich. Backen wir Brot? Bringt ihr es mir bei? Hat der Markt das Viertel geprägt? Sehr. Nach dem langen Winter fragen die Leute ständig, wann der Park wieder eröffnet wird. In diesem Viertel gibt es keine Gastronomie. Thorncliffe Park hat kein einziges Café. Ich habe nur einen Minimarkt gesehen. Ist das meins? Passt das so? Was, ich? Einfach reinlegen? Vorsichtig, achten Sie auf Ihre Hand. Sehr gut. Dieser Markt hat dafür gesorgt, dass eine Gemeinschaft entstanden ist.
Kanada ist voller Einwanderer. Das gibt es auf diese Weise nirgendwo. Ein Mix verschiedenster Nationalitäten. Und alle halten sich in diesem Park auf, den Sabina erschaffen hat. Wie selbstgemacht. 75% der Stadtbevölkerung geht oder fährt mit dem Rad zur Arbeit ins Stadtzentrum? Klasse! Doch es gibt auch ein anderes Toronto, in dem man ohne fahrbaren Untersatz nicht leben kann. Die Vororte. Willowdale, Mississauga, Scarborough. Wer kein Auto hat, wird niemals in diese Orte ziehen. Dort steht das Auto meist an erster Stelle bei den Stadtplanern. Über 450.000 Bewohner pendeln täglich durchschnittlich 32 Minuten in die Innenstadt. Suresh Doss ist in Scarborough aufgewachsen. Mittlerweile lebt er in der Innenstadt. Doch der Autor fährt mehrmals wöchentlich in seinen Heimatort. Die Wohnkosten im Stadtzentrum zwingen viele Neubewohner, sich hier niederzulassen. So ist die vielfältigste kulinarische Szene Torontos entstanden. Das ist persische Eiscreme. Pistazie mit Safran. Safran? Ja, köstlich. Oh wow. Schön cremig. Normalerweise kommen die Bewohner aus Vororten in die Innenstadt zum Arbeiten und fahren dann wieder nach Hause. Du machst genau das Gegenteil und bringst Stadtbewohner nach Scarborough. Gibt es eine gute Verbindung zwischen der Stadt und ihren Vororten oder eher das Gegenteil? Das Gegenteil, da es kaum öffentliche Verkehrsmittel gibt. Wer in der Stadt lebt und kein Auto hat, wird die Vororte nie erforschen. Man hat im Zentrum ja alles. Wozu also der Aufwand? Ich will das überbrücken, indem ich Leute aus der Stadt herbringe und mit ihnen Lokale besuche. Mit dem Bus wäre das unmöglich. Von der Innenstadt bis zu diesem Platz fährt man mit dem Auto in unter 30 Minuten. Du versuchst also, Scarborough mit Toronto zu verbinden. Durch Essen. In diesem Restaurant versammeln sich die unterschiedlichsten Menschen aus der ganzen Stadt zum Mittagessen. Eine gemischte Platte mit Rind, Huhn und Falafel. Für mich sieht das aus wie eine typisch nordamerikanische Einkaufsmeile entlang einer Schnellstraße. Aber es ist ein Mekka für Feinschmecker. Hier gibt's angeblich das beste Shawarma der Region. Nehmen wir zum Beispiel die Lawrence Avenue East. Dort gibt es Essen aus dem Nahen Osten. Israelis neben Libanesen, Syrern und Jordaniern. Und alle kommen gut miteinander aus. Die Lokale sind nicht exklusiv für bestimmte Volksgruppen. Darin vermengen sich unzählige Nationalitäten. In Scarborough leben über 500.000 Menschen. Die Hälfte davon stammt aus dem Ausland. 20-30% sind Südostasiaten. Der Dominoeffekt. Ein paar Familien lassen sich an einem Ort nieder und später folgen weitere. In der Nähe des Flughafens hatten sich einige Äthiopier und Somalier niedergelassen. Jetzt ist es eine Gemeinde. Hey. Hey, buddy. How's it going? Hey, Michael. Hi. Dieses Familienlokal wurde 2015 von einer syrischen Familie eröffnet, die aus Aleppo geflohen ist. Scarborough ist ihre neue Heimat. Viele Speisen sind von den Kochkünsten ihres Großvaters inspiriert. In Scarborough gibt es wirklich das beste Essen. Ismaels Lokal ist ein Beleg dafür. Seine Familie lebt hier und kocht für die Gemeinde. Mit liebevoll zubereiteten Gerichten. Das besteht aus Warde, also Mehl und Harissa. Gut, oder? Ich bin kein Dessert-Fan, aber das ändert sich wohl dank Scarborough.
Dies ist eine Einkaufsmeile in einem Vorort mit jeder Menge Auspuffqualm. Aber das Essen vereint die Kulturen und bindet Orte wie diesen enger an die Stadt. Ohne das Essen wäre ich nie nach Scarborough gekommen. Ein typischer kanadischer Schmelztiegel. Herrlich. Ich war überrascht, als Dave Meslin mich anrief, um mir vorzuschlagen, einen Zaun einzureißen. Aber er kann sehr überzeugend sein. Mr. Meslin. Hey. Good morning. Good morning. This is our victim. Das ist unser Opfer. Right there. All fences must Tod den Zäunen. Die Zäune unterscheiden sich. Dieser ist ein Kinderspiel. Was hast du nur gegen diesen grünen Zaun? Erstens finde ich ihn hässlich. Schönheit zählt auch im Stadtbild. Außerdem halte ich sie für böse. Böse? Ja, sie stehen für etwas Böses. Zäune existieren, um Grenzen zu setzen. Hausbesitzer kümmern sich um ihr Haus und ihren Rasen, der durch einen Zaun abgegrenzt wird. Alles, was jenseits davon ist, liegt nicht in ihrer Verantwortung. Damit sich die Bevölkerung an der Stadtplanung beteiligt, muss die mentale Barriere, die das Private vom Öffentlichen trennt, durchbrochen werden. Dieser Zaun ist ein Symbol für diese Barriere. Ich kann mich trotzdem mit dir unterhalten. Ich sehe dich doch. Ich zeig dir was. Siehst du, wie weit du gehen musst? Wäre der Zaun nicht hier, würdest du einfach mitgehen. Du musst darüber, um mir da lang zu folgen. Wegen des Zauns. Ich könnte wie eine Gazelle drüber springen. Das deckt meine Versicherung nicht, oder? Gazellenstädte sollen Zäune haben. Menschenstädte nicht. Wie viele Zäune hast du schon auf dem Gewissen? Ich mache das seit 15 Jahren. Keine Ahnung, wie viel ich schon abgerissen habe. Als ich meinen Freunden dieses Projekt vorgeschlagen habe, hielten sie mich für bescheuert. Sie meinten, die Leute wollen doch Zäune. Aber ich habe trotzdem losgelegt. Ich bringe Flugblätter an, die erklären, weshalb offene Nachbarschaften angenehmer sind als durch Zäune getrennte. Man kann uns anrufen. Seitdem klingelt das Telefon unaufhörlich. Die Dame hat das Haus gerade erst gekauft. Sie findet den Zaun dämlich. Schon steht Dave auf der Matte. Es macht Spaß, die Nachbarschaft zu verändern. Es ist toll, dass nichts in Stillstand verharrt. Okay. Hello. Oh wow. Or yeah. Cool. Nice. I've got the power. Wirkt jetzt viel einladender. Es ist viel schöner. Du hast recht, man spürt es, die Barriere ist weg. Es geht um menschliche Interaktion. Die Redewendung, gute Zäune machen gute Nachbarn, sagt im Prinzip, dass Menschen nicht gut miteinander auskommen. Grauenhaft! Wir wollen Zäune loswerden und die Nachbarn zusammenführen. Toronto verfügt über Gassen mit einer Gesamtlänge von 250 Kilometern. Leider sind die meisten nichts weiter als graues Niemandsland zwischen Hauswänden voller Müll und Parkplätzen. Doch es gibt Hoffnung. Das Laneway Project will diesen Raum kreativer nutzen. Solche Gassen hat man lange als Nutzflächen angesehen, auf denen man sein Auto abstellen und Müll abladen kann. Aber es ist Lebensraum. Das muss die Stadt noch verinnerlichen. Toronto gilt als sehr konservative Stadt. Wir stellten uns auf einen langen Kampf ein. Aber wir wurden von Anfang an unterstützt. Die Ansprechpartner bei den Verkehrsbetrieben haben unsere Ideen sofort angenommen. Toronto braucht Innovationen, da die Bevölkerungszahl explodiert ist.
Und jeder Einwohner bis hin zu den Stadtoberen realisiert, dass wir handeln müssen. Und zwar auf kreativere Weise, als wir es bisher getan haben. Das geht nicht einfach. Warum ist da Lehm? Oben ist Erde und darunter Lehm. Einfach lockern? Ja, ein wenig. Wir hoffen, dass möglichst viele Samen aufgehen. Nächsten Frühling wollen wir ein Meer aus Blumen sehen. Wie hoch wachsen diese Pflanzen? Das sind Bodendecker. Manche werden vielleicht etwas höher, aber es fahren ja täglich Fahrräder und Autos darüber. Fahren hier viele Autos? Ja, in jeder Garage steht ein Wagen. Der wird auch genutzt? Ja. Wie hat dieses Projekt das Viertel verändert? Hatten vorher schon die Bewohner Kontakt oder erst durch eure Arbeit? Durch das Projekt lernt man ständig neue Leute kennen. Zum Beispiel dich. Ich kannte vorher kaum jemanden. Und ich lebe hier seit 10 Jahren. Mittlerweile können wir etwas gemeinsam unternehmen. Ich versuche gerade, meine Eindrücke zu verarbeiten und denke die ganze Zeit, was ist das überhaupt für eine Stadt? Wer aus einer nordeuropäischen Hauptstadt kommt, geht davon aus, dass die Stadtregierung das Wohl der Bevölkerung zumindest im Hinterkopf hat. Die Einwohner sollten den Stadtoberen nicht die Arbeit abnehmen müssen. Hier ist das anders. Die Stadt muss gewaltige urbane Herausforderungen meistern und dabei unterschiedlichste Ansätze unter einen Hut bringen. Erstaunlich ist, dass dabei einfache Stadtbewohner die Richtung vorgeben. So viel Engagement habe ich bisher in keiner Stadt erlebt. Ist Toronto speziell? Die Bewohner Torontos machen diese Stadt definitiv einzigartig. Auch wenn die Stadt noch keine eigene Identität gefunden hat, weiß sie doch genau, wo sie hin will.